Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Teebeutel P und ein großes Hallo an alle Hörer von Radio Tatooine. Ich möchte euch heute zeigen, wie man Star Wars Battlefront 2, und zwar das Original aus dem Jahre 2005, mit einer phänomenalen Mod unglaublich erweitern kann und noch viel, viel mehr Spielspaß aus diesem Videospiel-Klassiker herausholen kann. Das Ganze betrifft natürlich jetzt die PC-Version, die Spielkonsolen-Versionen verfügen nicht über diese Möglichkeit. Es geht vor allen Dingen um diese Mod hier, um das Star Wars Battlefront Conversion Pack. Das wurde 2008 veröffentlicht und erweitert das Spiel um ganz viele neue Karten, einige neue Spielmodi und eine ganze neue Epoche, nämlich die Epoche der Alten Republik, bekannt aus Knights of the Old Republic oder halt eben dem Online-Rollenspiel The Old Republic. Was man dazu tun muss, um diese Mods auf das Spiel zu installieren. Erstmal sollte man das Spiel in irgendeiner Form haben. Ja, bei Steam ist es, glaube ich, derzeit für einen sehr schmalen Geldbeutel zu haben. Und auch bei goodoldgames.com gibt es das Ganze. Vor kurzem wurde auch ein Patch veröffentlicht, der das Ganze auch im Jahre 2017 wieder Multiplayer-fähig macht. Denn diese Serverwahl, Servergeschichte, das lief früher mal über GameSpy. Das war so ein Online-Multiplayer-Dienst, der aber schon vor Jahren abgeschaltet wurde. Und deshalb war der Multiplayer bei Star Wars Battlefront 2 relativ tot. Das Ganze wurde durch einen Patch wieder aktiviert. Ist eine feine Geschichte. Man muss aber dazu auch beachten, dass dadurch auch diese Mods neu installiert werden müssen teilweise, beziehungsweise ein inoffizieller Patch installiert werden muss, damit auch Star Wars Battlefront 2, das Original, im Jahre 2017 mit diesen ganzen Mods kompatibel ist. Also, was ihr machen müsst, ist, klickt auf die Links in der Videobeschreibung, einmal zum Star Wars Battlefront Conversion Pack, dann geht ihr hier auf Files und ladet folgende Dateien runter, nämlich einmal das Star Wars Battlefront Conversion Pack 2.0 und den 2.2er Patch. Das ist schon mal sehr wichtig. Wenn ihr hier dann nochmal auf Summary klickt, dann seht ihr, dass der Autor des Mods auf den kürzlich erfolgten Multiplayer-Patch Bezug nimmt und darauf hinweist, dass man über einen bestimmten Link den inoffiziellen Battlefront 2 Patch auch noch runterladen muss. Das ist jetzt kein Patch für diese Mod im Speziellen, aber ein Patch, den viele Mods voraussetzen. Es ist so ein inoffizieller, von der Community erstellter Patch. Und über den Link in der Beschreibung zu Star Wars Battlefront Conversion Pack, da ist der Link, kommt ihr auf so einen Forenbeitrag und da gibt es dann auch diesen inoffiziellen Patch. So, wenn ihr das alles runtergeladen habt, dann installiert ihr mal die Dinge. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit diesem inoffiziellen Version 1.3 Patch an. When picking the installation path in the next step, choose the main folder where Star Wars Battlefront 2 was installed. Don't pick its game data folder or its add-on folder. Okay, so, das bedeutet, er hat hier schon den richtigen Ordner ausgewählt, automatisch. Das ist schon mal ziemlich gut. Dann klicken wir einfach mal auf Install. Also wichtig ist, falls ihr den Pfad bei euch nicht finden sollte, es ist halt der Haupt-Battlefront-Ordner. Das ist dann, wenn man die Steam-Version hat, unter Steam, Steam-Apps, Common und dann in dem Ordner Star Wars Battlefront 2. Wenn ihr die GOG-Version habt, dann ist es entweder in eurem Standard-GOG-Spieleverzeichnis oder dem Verzeichnis, das ihr bei der Installation ausgewählt habt. Aber ich denke, das werdet ihr schon hinbekommen. So, wir haben den inoffiziellen Patch installiert. Kommen wir also zum Conversion Pack und da klicken wir jetzt erstmal hier den ersten Download an, den Convo Pack Installer. Und da gibt es gleich ein paar Dinge zu beachten, die es bei der Installation einzustellen gilt. Sonst habt ihr nämlich später kein Conversion Pack, sondern nur Datenmüll irgendwo auf eurer Festplatte. So, der Installer meldet sich alle mit Hallo und akzeptiert doch mal bitte alles. Ja, super. So. Der Pfad, der hier ausgewählt worden ist, ist vermutlich falsch. Ja, also stimmt nicht mit dem
Pfad über einen, den ihr auf eurem Computer für Battlefront 2 vorgesehen habt. Da müsst ihr dann jetzt den richtigen Pfad auswählen und ihr seht schon, er installiert die Daten dann in dem Battlefront Game Data Ordner unter. Und da gibt es gleich auch eine Besonderheit bei der Auswahl, also ihr braucht jetzt nicht den Game Data Ordner auswählen, weil er diesen Unterordner immer automatisch hinten dran hängt, sonst installiert er das Spiel anschließend in einem Game Data Ordner im Game Data Ordner. Also wählt ihr einfach nur jetzt das Star Wars Battlefront 2 Verzeichnis aus. So, das ist bei mir wie gesagt unter D, Games, Steam Apps, Common. Dann Star Wars Battlefront 2. So, wenn wir das jetzt auswählen und klicken auf OK, dann seht ihr schon, dass er hier automatisch das Game Data da hinten dran gepackt hat. Also ist mir auch schon mal passiert, dass ich das doppelt gemoppelt hatte und dann ist es natürlich ein bisschen Quatsch. So, dann warten wir jetzt mal, bis der hier durchgelaufen ist und installieren dann noch das Conversion Pack Update bzw. den Patch 2.2. Und hoffen dann, dass das Spiel auch startet. Bin ja mal gespannt. Kann natürlich auch sein, dass jetzt alles zerschossen ist und alles ganz schlimm ist und wir miteinander weinen müssen. Aber immerhin sind wir dann nicht allein mit unserem Schicksal. So, beeil dich mal bitte. Das Video soll jetzt nicht unnötig lang werden. Tja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt in diesem Video schon erzählt habe. Aber ja, durch die Battlefront 2 Open Beta, die derzeit läuft, hatte ich dann doch mal wieder Geschmack bekommen auf das alte Battlefront 2. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, ich habe Battlefront 2015 schon relativ viel gespielt. Fand es eigentlich auch ganz gut für das, was es war. Also es war natürlich vom Umfang her nicht besonders groß, obwohl sich das dann im Laufe der Zeit mit den DLCs ein bisschen gebessert hat. Grafisch war es atemberaubend, muss ich sagen. Hat es mich auch mehr beeindruckt und beeindruckt es mich nach wie vor mehr als sogar die Battlefront 2 Open Beta. Jetzt weiß ich nicht, ob sich da noch was tut, aber mal gucken. Aber gut, wir reden jetzt von dem alten Battlefront 2 und das ist auch immer noch sehr gut spielbar. So, jetzt haben wir das Conversion Pack installiert. Klicken wir nochmal den Patch an und schauen, was da passiert. Sieht wahrscheinlich ähnlich aus. Jupp, ja. Aha. Ja, so, wieder aufpassen. Jetzt müssen wir wieder den Pfad auswählen. Data, Games, der wird natürlich vielleicht bei euch ein bisschen anders sein. Steam Apps, Common und Star Wars Battlefront 2 weiter. Yeah! Und das flutscht jetzt nur so. Dann können wir das Spiel gleich endlich starten. Weiter. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir Star Wars Battlefront 2 starten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das alles so gut war. Aber naja. Müssen wir dann im Spiel noch irgendwie Mod auswählen oder so? Keine Ahnung. Ja, das ist mein Profil, das machen wir mal. So, gibt es hier irgendwas von wegen Mods oder so? Spiel, Schwierigkeit, normal. Mhm. Müssen wir die Grafik, oh, die Einstellung hat er behalten. Sehr gut, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Aha, 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 aha. So, klicken wir mal hier auf Einzelspieler. Soforteinsatz. Gucken wir mal, ob sich da an der Map-Liste schon was getan hat. Jupp, da sind jetzt zumindest schon mal die Karten drauf, die wir vorher nicht hatten. Bespin Wolkenstadt, ich glaube, Plattformen, die waren auf jeden Fall neu. So, machen wir mal Eroberung, Epoche, Galaktischer Bürgerkrieg. Ne, machen wir mal KOTOR, damit wir gleich sehen, wie das aussieht. Hinzufügen und starten. Mal sehen, ob das funktioniert. Uiuiuiui, ich bin ja so aufgeregt. So, oh, das sieht schon mal nach KOTOR aus. Einstieg. Aha. Wo ist er denn hin? Wo sind sie denn alle nur hin? Ah.
Okay, ihr seht also, es funktioniert. Aha, sehr gut.